die Folge. Die Folge. Oh, ich merke schon, das Zusammenspiel mit dem hat Folgen. Ja. Das war der schlecht. Findest du? Findest du? Ja, das war ein ganz mieser Wortwitz. Ach, gibt's schlimmere. Aber ich schäme mich nicht dafür. Da kommt ein Skelett von der Seite. Hallo. Wir kamen, sahen und verlierten. Hat Sven dir eigentlich von unserem Glück mit dem Drachen erzählt? Oh nein, das habe ich noch nicht erzählt. War die Schwiegermutter besuchen? Nein. Hat er nicht gesagt. Nee, das kann dem Spielkind nicht passieren. Die wohnt nämlich direkt im Haus. Die ist nicht zu Besuch, die ist einfach immer da. Stopp. Unabhängig davon, wie wir alle wissen, wie Schwiegermütter eigentlich sind. Schießt der wieder mit den Feuerstreuen? Ich treffe aber auch und brauche keine 7 Stück. Ja, du hast aber 2 gebraucht und der 2. ging in ein totes Tier. Nein, das waren 2. Mein Freund. Oh, 2. Ja. Dann macht der 3. hier auch noch. Ja, der haut ja ab. Ja. Habt ihr gesehen, der lässt den Pfeil über den Rasen gleiten wie ein Formel-1-Wagen. Ja. Bisschen Funkensprühen. Wir sind, wir haben uns dann nach ewigen Zeiten endlich mal wieder dazu entschieden, komm, lass uns eine Runde Valheim zocken. Sind ins Spiel rein. Ja. Und bekamen, wie hieß das? Also halt auch, ne, wie das mit den Trollen, ne, oder die Erde erzittert. Ja, ne? ja, so ein Dings. Nur dann irgendwie eine kalte Brise weht vom Berg hier herab oder so und hatten auf einmal 3 Drachen über uns. Ach du Scheiße. Wir hatten aber Bone Mass zu dem Zeitpunkt noch nicht gelegt. Nur aus unserem einen, ja, dumm gelaufenen, lass uns mal ganz stumpf Bone Mass ausprobieren. Oh, das hat nicht geklappt. Wir killen den. Hat das Spiel ein, ja, vollkommen egal. Hallo? Tastatur? Ein, ja, die haben den gelegt. Also können die jetzt auch die nächste Stufe erreichen. Meine Tastatur spinnt gerade wieder, auch sehr schön. Da steht ein Troll. Her. Wo? Da. Da leuchtet er. Farbenfroh wie er ist. Nackig rü. Hey! Schlumpfine! Zeig mir dein. Wir müssen dummerweise in die Richtung. Dummerweise schon? Sag mal, schubbert der sich da ein am Baum? Ah, da, guck mal, da ist ein Loks. Ja, wir sind verdammt nah an die Ebene rangekommen. Wir sollten. Oh, 2 Sterne, Troll. Also ich gehe Richtung Heimat, ne? Ja, würde ich auch sehr gerne, aber ich bin hier noch beschäftigt. Okay. Kannst du mein Eisen mitnehmen? Nee, ne? Kannst du nicht. Nein. Schade. Das schaffe ich nicht. Komm doch einfach mit in die Richtung. Wenn er hinterherkommt, wir haben ja irgendwann den Graben. Da kommt er nicht rüber. Ich will ja nicht über den Graben. Ich will mit dem 2-Sterne-Troll durch das Haus. Durch das Dorf von denen. Oh, der hat mich gesehen. Oh, der hat mich gesehen. Ah, ich höre schon. Oh! Ich höre. Ja, da rannte. Ganz schnell nach Haus, ganz schnell. Ja. Also hier kannst du nur. Hier kannst du im Dunkeln auch nicht mehr rumeiern. Alter! Da steht so ein Penner hinter mir. Ah, ich bin tot. Ich werd fast. Dann bist du ja schon zu Hause, ist ja praktisch. Ja. Ich kann mich direkt hinlegen. Ich bring jetzt zu unser Eisen mit. Ja, da geh ich gleich holen. Aber das ist gut. Jetzt bin ich nackig rü.
Das ist fantastisch. Jetzt kann ich mir den Troll schnappen und dann gehe ich mit dem mal eine Runde spazieren. Das ist eine geile Aktion, ist das, oder? So geil ist die Aktion hier gerade gar nicht. Wo bist du? Ach, du versuchst zu trinken? Ja, ich hör's. Hier ist kein Eingang, hier ist kein Eingang, hier ist kein Eingang. Wo ist hier kein Eingang? Doch, da kommt er. Da ist ein Eingang. Ja, clever gebaut. Ah, jetzt weiß ich aber auch, uiuiui, wie die hier reinkommen. Nämlich hier ist noch eine Lücke. Verstehe. Wo ist denn der Troll? Keine Ahnung, aber mir kam so ein Vogling hinterher. Der steht nämlich jetzt da vorne. Ich geh mal gucken. Komm ich da drüber? Kommst du mal bitte hier hoch und guckst mal da hinten, was da. Was ist denn hier überall los? So, warte. Wenn ich hier runterspringe, bin ich dann tot? Nö. Das klappt sehr schön. Wo ist noch einer? Was sollte ich sehen? Ne, ist gut. Hatte ich. Ich bin ein klein wenig. So, ich schnapp mir jetzt erstmal den Troll. Nicht fragen. Da ist mein Grabstein. Da muss der Troll auch noch hier irgendwo rumeiern, oder? Achso, während wir zocken, hat UbiConnect es tatsächlich geschafft, so einen 10 GB runterzuladen. Das bei meiner Leitung. Wo ist der? Troll? Troll! Troll! Wo hängst du, Pissflitsche? Der war doch hier! Ah, schön doch. Da bist du doch! Hey! Schnucki! Hau doch nicht ab. Ja, komm mal her, komm. Schnucki. 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 Hier. Du hast auch 2 Sterne? Ja, du hast 2 Sterne. Gut. Komm mal her, komm, komm. Komm, wir beide machen. Wir beide haben ein Rendezvous. Komm mal her, komm. Guck mal hier, guck mal hier. Geh mal hier rein. Der geht aber nicht rein, ne? Der scheiß Troll geht da nicht rein. Er will nicht? Nee, er will nicht. Der ist doof. Der ist doof. Ich muss da essen. Muss ich essen, muss ich meine Sachen holen, ne? Ich höre da so einen kleinen Goblin noch rumeiern. Ja, hier bei mir eiert einer rum. Wenn ich tot krieg. Oh, aber er mich. Sven ist tot, Sven ist tot, Sven ist tot, Sven ist tot. Das ist korrekt, das ist korrekt. Also mir gefällt so langsam gefällt mir das hier nicht mehr, ne? Das gefällt dir nicht mehr. Hier mit unserem Graben und alles. Das ist warum? Halt. Ja, das ist halt schwierig, ne? Ja, schützen tut uns ja doch nicht. Wieso tut er uns nicht schützen? Guck mal, blaue Bubbles. Ganz viele blaue Bubbles. Ich suche meinen Troll. Alles nehmen. Ja, ich trage zu viel, ich weiß. Oh. Also der Troll ist hinüber. Das war okay. Dann ein Goblin alleine. Okay.
klar bist du. Nein, 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 nicht darunter. Nein. Das war jetzt doof. Oh, der kommt, der hau doch ab. Der kommt mir echt hinterher. Ist der denn doof? Nicht hab ich den. Grabstein? Grabstein? Da ist ein Zwerg. Der nächste Tag. Okay. Fick die Henne. Leck die Henne? Nee, okay. Fick die Henne. Ich hab gerade meine Sachen und wollte gerade den Gürtel anziehen. Da kommt da so ein Speer von hinten geflogen. So. Da kann ja wieder was geben. Da kann ja wieder was geben hier mit meinen Sachen. Ich hasse es, du blöde Tastatur. Ich hasse es, du blöde Tastatur. Soll das nur? Was soll das nur? Schön. Ich komme an meine Sachen nicht mehr dran. Warum kommst du an deine Sachen nicht mehr dran? Weil hier so viele kleine Kobolde stehen. Ich komm dir gleich helfen. Ich muss nur mal eben Holz nachlegen, damit wir Kohle kriegen, damit wir hier weitermachen können. Und dafür muss ich erstmal meinen Scheiß wegbringen. Du verstehst? Ja, ich verstehe. Ist doch kacke, ist das hier. Ja. So. Oder du könntest schon mal Holz reinlegen. Ja, mach ich. Wir haben ja 18 Knochen. Ja, drüben müssen auch noch welche liegen. Wo haben wir denn also hier so unsere Schätze rumfliegen? In welcher Kiste? Unterm Fenster die. Tatsache. Hast du mich gar nicht angelogen? Nö, warum sollte ich dich anlügen? Weil du es kannst. Ich bin weder dein Kind noch deine Frau. Das ist ein valides Argument. Ich hätte dich heute Mittag erschlagen können. Hm? Mein Kind hätte ich heute Mittag erschlagen können. Heute Mittag erst? Ja, vorher war er in der Schule. Ja, meiner kam heute Morgen um 6:30 schon. Hm, schön. Ja, der kam an. Und ich saß noch am Rechner, ne, Arbeit und so. Habe ich gehört, sollte ich ab und zu mal tun. Ja. Und er kam um die Ecke. Und ne, hat gesagt, er hat noch Hausaufgaben. Auf einmal hörte ich ihn quasi mit seinem Tornister da hantieren und randalieren förmlich. Ne? Ja. Was ist denn jetzt los? Hingegangen, erstmal geguckt. Was hat er? Ja, dann sitzt der da am Tisch und Pisse in den Augen. Ne? So richtig schön. Und ich denke mir so, what the fuck ist hier los? Was hat er? Ja. Erstmal, was ist los, ne? War Schule scheiße und das Kind spricht nicht. Das Kind macht dann so Sachen wie guckt einen blöd an und macht dann. Verzieht dein Gesicht? Ja, verzieht das Gesicht und du kriegst Antwort. Wie meine zwei, da könnte ich dann. Ja, als würde ich sofort wissen an seinem Blick, was sein Problem ist. Ja. Hm? Solche Aktionen liebe ich. Ja. Irgendwann hatte ich raus, was sein Problem war. Na Mensch. Das war echt. Da habe ich nur gedacht, das kann nicht sein. Er ist nach Hause gekommen und bevor er Hausaufgaben oder so gemacht hat, hat er seinen Rechner angemacht, weil es für einen seiner Spiele ein neues DLC gab, das er sich holen wollte und der Steam-Shop ging nicht auf. Deswegen? Deswegen? Ja.
Ja. Oh mein Gott. Was passiert, ja. Was passiert denn, wenn das erstmal verlassen wird? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, der hat. Probleme, ne? Also, Alter, das war. Also, das war eine Nummer drüber. Tu dir selber ein Gefühl für angeschnauzt. Das ging gar nicht. Fahr in den Urlaub, also pack deine Klamotten, dann würde ich ja, ne? Ja. Also, das war so richtig. Willst du mich hier echt auf den Arm nehmen? Ja, dann bin ich darüber gegangen. Hab einmal auf Bibliothek geklickt. Danach einmal auf Shop. Und hab nochmal, weil nichts geladen hat, F5 gedrückt. Problem behoben. Das war so ein richtiges. Du hast sie doch nicht mehr alle. Scheiße. So. Ich muss irgendwie im Kreis laufen, weil meine Tastatur wieder spinnt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Scheiße, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Das ist das Schlimme. Du bist schon wieder dahin gerannt. Nein, ich stehe immer noch hier und komme nicht weiter, weil die Kobolde hier stehen. Ich glaube, der Graben, der war eine absolute Scheißaktion von uns. Hä? Wo hängst du? Ja, hier vorne an dem Stein da, wo du vorhin den Kobold platt gemacht hast. Ah, okay, Moment. Sobald ich mich wieder bewegen darf, weil mein Rechner mich wieder lässt. Hallo, danke. So. Also, wo bist du? Da nicht. Da lang. Hallo Kobold. Ich bin jetzt auf der anderen. Da bist du nicht. Ich bin jetzt auf der anderen Seite in der Hoffnung, dass ich meinen Grabstein aufstelle. Da oben. Pass auf, wenn du hier runterkommst, ne? Ja. Hier kommst du noch dran vorbei. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo mein Grab. Da steht mein Grabstein. Oh, da rennt ein Kobold hinter dir her, ne? Ja, schön. Lass ihn rennen. Jetzt habe ich ihn immerhin hier hingelockt. Ich muss irgendwas rauspacken. Nee, du musst den Dingens anziehen. Hab ich ja schon. So, was ist denn so viel da drin? Ich weiß es nicht. Ach, schmeiß Harz weg. Na, ja, Trollfell. Oder das, ist mir egal. Komm mal her, du kleine Bitch. So, jetzt erstmal Rüstung anziehen. Den anziehen, den anziehen. So, jetzt geht er weiter hier am Text. Wenn wir jetzt hier hingezogen kriegen. Weißt du, was mir passieren kann, wir jetzt hier reinfallen? Oh. Hinter dir? Vor dir? Komm her. Vorsicht. Ich blocke noch. Ja. Wir brauchen Eisenschilder. Aber hey, das Eisen liegt vor der Tür. Es muss nur noch einer holen. Ich kümmere mich gerade um den Kollegen so ein bisschen. Ich versuch's zumindest. Liegt vor der Tür. Muss nur noch geholt werden. Da besser? Nein, der steht sind auch so scheiße, der Affe. Die sind aber auch so brutal.
Also sollten wir jemals nochmal auf die dummdämliche Idee kommen, ne? Hey, guck mal, da steht ein Grabstein. Wo steht der denn? Hier, ja, der steht da unten. Genau so, dass ich ihn nicht kriegen kann, weißt du? Ach, da steht er. Ich gehe wieder, ey. Beeil dich, der kommt von hinten. Ich die Krätze hier. Hallo. Geht doch. Bleib doch stehen. Oh. Ja. Ranzige Mistkuh. Wo ist mein Gürtel? Wo ist mein Gürtel? Da ist er doch. Sollten wir wirklich schon mal auf die Idee kommen? Ja. Oh, jetzt liegt das Eisen da unten drin, ne? Kein Platz im Inventar. Holz raus. Dankeschön. Dann machen wir da bitte anders hier. Dann kommen wir nicht zuerst auf die dummdämliche Idee hier. Ebene und dann Gebirge oder so. Können wir das diesmal dann anders machen? Ich wäre da voll für. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon gesagt hätte, aber auf mich wollte man ja nicht hören. Kann mir mal einer sagen, der feine Herr. Kann mir mal einer sagen, warum ich jetzt hier wieder außen rumlaufe? Weiß ich nicht. Hier vorne ist ein schöner Weg rein. Geht so gerade eben für uns. Ich ertrinke. Ja, ja. Prost. Danke. Keine Hilfe. Kriege ich gar keine. Sicher. Hello. Hi. So. Rinder mit dem schönen Eisen. Während du dich da draußen vergnügt hast, habe ich erstmal hier 20 Eisen schon mal durchgeballert. Hört ihn euch an. Hört ihn euch an. Jetzt weiß ja, aber ihr hört mich erst in der nächsten Folge an. Tschüss. Tschüss.